Es ist so, als wenn uns wahrscheinlich das erste Mal die Dinge so gezeigt werden, wie sie wirklich sind, indem wir meinetwegen, als Metapher hier gesagt, uns die Brille abgenommen wird. Tatsache ist, wir sind quasi blind. Und was passieren wird, ist meiner Meinung nach, dass wir diese Blindheit überwinden. Das ist ein drastischer Einschnitt für unsere Wahrnehmung. Unser Verstand, der an das elektromagnetische Feld gekoppelt ist, und Wissenschaftler haben das bewiesen, wird zusammenbrechen. Und das ist aus meiner Sicht wirklich das, worum es bei dieser planetaren Veränderung geht. Es ist eine Anhebung des Bewusstseins. Wenn Sie das alles historisch betrachten, werden Sie sehen, dass alle diese massiven globalen Veränderungen, die wir Revitalisierungsbewegungen nennen, also umwälzende Bewegungen oder Phasen, in denen es massive Bewegungen zu einer bestimmten Idee gibt, oft auftreten in Zeiten mit bestimmter geomagnetischer Aktivität. Kongress, Chaos und Ordnung. Was bestimmt die Zukunft der Menschheit? 17. und 18. September 2016, Sophiensäle, Wien. www.chaos-ordnung.org